Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um 2. Thessalonicher 2, Vers 7, wo Paulus schreibt: Und was es noch auffällt, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Und dann kommt Vers 7, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Da hat mir jemand geschrieben in einem Kommentar, dass Paulus ja schreibt, dass der es jetzt aufhält, also zur Zeit, als Paulus den Thessalonischer Brief geschrieben hat, also vor 2000 Jahren. Nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Und er sagte, das kann kein siebter König sein, weil der damals nicht existiert hat und heute ja auch noch nicht existiert oder noch nicht da ist oder zumindest weiß man noch nicht, wer es ist. Wenn aber Paulus schreibt, dass der es jetzt aufhält, hinweggetan werden muss, dann muss Paulus ja jemand gemeint haben, der vor 2000 Jahren schon da gewesen ist. Noch gravierender ist es, dass Paulus sagt, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Und das schreibt er ja auch vor 2000 Jahren. Hat Paulus sich da geirrt? Wie geht man damit um? Was ist mit dem Vers? Wie soll man den heute deuten? Ich habe auf einen Kommentar geantwortet und die Antwort, die möchte ich euch gerne vorlesen und ein bisschen Erläuterungen auch dazu geben. Da hat mir jemand geschrieben und ich habe dann geantwortet, vielen Dank für deine Zeilen. Der Text ist unbestritten sehr geheimnisvoll. Und er ist meines Erachtens auch alleine durch eine Untersuchung der Wortbedeutungen nicht zu erfassen. Es stimmt, dass Paulus jetzt schreibt und damit augenscheinlich unterstellt, dass zu seiner Zeit jemand da gewesen sein muss, der noch aufhielt. Wer immer es war oder nicht war, ergibt sich daraus zunächst der Eindruck, dass Paulus sich ganz grundsätzlich mit dem Gesagten geirrt haben muss. Denn er schreibt ja nicht nur jetzt, sondern auch, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nun sind aber schon 2000 Jahre vergangen. Hat Paulus sich mit seiner Naherwartung geirrt? Man kann natürlich unterstellen, denn mehr als unterstellen kann man hier nicht, weil Paulus nicht erwähnt, was genau er meint, dass der Heilige Geist aufhielt und auch heute noch aufhält. Aber das Problem bei dieser Lesart ist, dass Geist, Pneuma, im Griechischen sächlich ist, während Paulus jemand Männliches meint, weil er weiter unten ja auch schon schreibt, dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Also da meint er ja eine männliche Person. Und nicht den Geist Gottes. Da wird natürlich dann immer gesagt, das ist der Tröster, der Parakletos. Oder also man umschreibt das einfach, ja, und sagt, das ist der Geist Gottes, weil die Gemeinde kann es ja nicht sein, weil die Gemeinde ist die Ekklesia und die ist im Griechischen auch weiblich. Also die Gemeinde kann es nicht sein und Pneuma kann es auch nicht sein, weil Pneuma sächlich ist, Geist, das Geist heißt es im Griechischen. Und Paulus meinte jemanden männlichen und jetzt hat man natürlich ein Riesenproblem. Und um das zu heilen, sage ich jetzt mal irgendwo, oder zu kitten oder auf irgendeine Art und Weise auslegen zu können, sagt man, das ist der Parakletos. Und Parakletos ist männlich und damit hat man, glaubt man, man hätte dann eine Lösung gefunden. Ich lese mal weiter. Das Problem bei dieser Lesart ist, dass Geist im Griechischen sächlich ist, während Paulus jemand Männliches meint. Dass er jemand Männliches gemeint haben muss, ist aus dem Textzusammenhang unstreitig. Die Stelle habe ich euch eben gelesen. Damit ist auch diese Annahme, Paulus habe den Geist Gottes gemeint, hinfällig. Das passt also auch nicht und wir haben somit gar keine Erklärung mehr, wie wir diese Worte verstehen sollen. Ich habe einen anderen Weg der Deutung eingeschlagen. Ich nähere mich der Passage von Daniel her. Das hier zu erläutern, sprengt den Rahmen. Ich habe das in meinen Videos und meinen Büchern ausführlich behandelt. Nur so viel, die geopolitische Situation zur Zeit der Abfassung der Thessalonischer Briefe ähnelte in frappierender Weise dem, was Daniel für die Endzeit vorhersagte, dass nämlich Damaskus in der Endzeit einen Bund mit einer politischen Struktur ganz ähnlich der damaligen Dekapolis eingehen würde. Das bedeutet Folgendes.
In dem Standbild von Daniel, da werden ja auch 10 Zehen noch erwähnt. Ja, also das goldene Haupt und die silberne Brust mit den beiden Armen, dann der bronzene Bauch, dann kommen 4 Schenkel, keine 2 Beine, sondern Schenkel, seine Schenkel aus Eisen, Schock, also Daniel 2, Vers 31 oder 33. Und dann kommen Füße mit 10 Zehen. Und diese 10 Zehen sollen Europa sein. Aber in einem der Videos, ich blende euch hier oben, ich muss mal gerade gucken, ich glaube hier oben blende ich euch das ein, könnt ihr euch das anschauen, was da zu Daniel, was ich zu Daniel da gesagt habe und zum Standbild. Diese 10 Zehen entstehen ja aus einem Vorgängerreich. Und das ist nicht das Römische Reich, sondern das ist das griechische Reich von Alexander. Und aus diesem Reich entstehen 10 Zehen. Und diese 10 Zehen, die findet man in der Bibel. Die kennen wir auch alle, dass wird immer wieder in den Evangelien auch beschrieben. 3 Bibelstellen gibt es dazu. Diese 10 Zehen sind die Dekapolis. Die Dekapolis hat zur Zeit Daniels noch nicht existiert. Aber Griechenland ja auch nicht. Daniel ist ein prophetisches Buch. Ja. Das macht also da nichts. Daniel hat in diesem Standbild 2 Füße und 10 Zehen erwähnt. Und es war so, dass auf Alexander den Großen, den bronzenen Bauch, folgten seine 4 Generäle, Kassander, Lysimachos, Seleukos und Ptolemäus. Und insbesondere Seleukos und Ptolemäus, Syrien und Ägypten, das waren die beiden wichtigen, großen, starken Generäle, die Dynastien aufgebaut haben und die gegeneinander gekämpft haben. Und hätte einer von den beiden gewonnen, dann wäre er Alexander des Großen Nachfolger geworden und damit Beherrscher der damaligen Welt. Die haben sich aber so lange in Schach gehalten, weil die ständig gegeneinander gekämpft haben und keiner von den beiden hat den anderen jeweils dann besiegen können, dass in der Zwischenzeit Rom stark geworden ist und dann irgendwann auf der Weltenbühne auftrat und beide Reiche sich einverleibt hat. Sodass aus dem großen Seleukidenreich, das damals bis Indien reichte, zum Schluss nur das Kernland Syrien übrig geblieben ist und im Jahr 63 vor Christus als Provinz Syria in das Römische Reich integriert worden ist. Und das Letzte, was aus diesem Seleukidenreich übrig geblieben ist, ist die Dekapolis, die im 1. Jahrhundert nach Christus sich formiert hat. Und Herr Professor Dr. Wenning von der Uni Münster, der hat das untersucht, archäologisch, ist die Koryphäe für die Dekapolis überhaupt. Herzlichen Dank nochmal hier auch an Herrn Professor Dr. Wenning für seine Unterstützung. Der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe ihn angeschrieben in der Sache und er war sehr offen. Und wir haben dann zusammen auch eine Karte gezeichnet, beziehungsweise hat er mir geholfen, diese Karte zeichnen zu lassen in einem kartografischen Institut der katholischen Kirche, ja, meine evangelikalen Brüder, die helfen mir da nicht, ja, die sind da sehr spröde, weil die die Auslegung nicht teilen wollen, weil sie sich in anderer Weise da schon festgelegt haben und sich nicht korrigieren lassen möchten, was ich verstehen kann, ja, das ist ja ein totaler Paradigmenwechsel, die müssten ja eigentlich zugeben, dass ihre ganzen Bücher über Daniel und Römische Reich und so weiter falsch sind und das ist natürlich für die eine heftige Situation, an die sie sich erst gewöhnen müssen und das zuzugeben, dass man sich da geirrt hat, das ist natürlich auch nicht einfach. Ja? Also ich habe da Verständnis für, wenn die da eine gewisse Zeit lang brauchen. Aber ich glaube, dass das angezeigt wäre, auch aus Respekt und Achtung dem Wort Gottes gegenüber, ja? Dass man Auslegungen, die man bisher vielleicht vertreten hat, wo man merkt, dass die nicht richtig waren, dass man die korrigiert. Okay, also dieses Seleukidenreich ist immer kleiner geworden, irgendwann dann ins Römische Reich integriert worden als Provinz Syria. Und das Letzte, was politisch übrig geblieben ist, waren diese 10 Dekapolis-Städte. Und das hat dieser Professor Dr. Wenning herausgefunden als erster. Bis zu ihm, also bis Mitte der 80er Jahre, hat man geglaubt, die Dekapolis-Städte seien alle römische Gründungen. Aber der Professor Dr. Wenning hat tiefer gegraben und festgestellt, dass das alles seleukidische Gründungen waren. Also man kann sagen, diese politische Struktur der 10 Städte, der Dekapolis-Städte, die ist tatsächlich aus dem Vorgängerreich entstanden, nämlich aus dem Seleukidenreich. Und das Seleukidenreich kommt von Alexander dem Großen, also eine griechische Linie. Und diese Dekapolis ist im 1. Jahrhundert nach Christus entstanden. Da waren also schon Zeiten,
wie man sie eigentlich aus dem Propheten Daniel erwarten hätte sollen. Ja? Also da ist das eingetreten, dass diese Dekapolis-Städte entstanden sind. Und das habe ich hier versucht, so in aller Kürze mal zu zeigen. Ich lese da nochmal von diesem Satz aus. Ich habe einen anderen Weg der Deutung eingeschlagen. Ich nähere mich der Passage in 2. Thessalonicher 2 von Daniel her. Das zu erläutern sprengt den Rahmen. Ich habe das in meinen Videos und in meinen Büchern ausführlich behandelt. Nur so viel. Die geopolitische Situation zur Zeit der Abfassung der Thessalonicher Briefe ähnelte in frappierender Weise dem, was Daniel für die Endzeit vorhersagte. Dass nämlich Damaskus in der Endzeit einen Bund mit einer politischen Struktur ähnlich der damaligen Dekapolis eingehen würde. Weil ja ein kleines Horn zwischen den 10 Hörnern auftaucht. Diese 10 Hörner stehen genau wie die 10 Zehen für die Dekapolis, die zur Zeit Daniels noch Zukunft war. Für uns ist das 2000 Jahre Vergangenheit, aber die Dekapolis ist tatsächlich im ersten Jahrhundert nach Christus entstanden. Meines Erachtens haben sich die Thessalonicher aufgrund der damals herrschenden politischen Situation an Daniel erinnert gefühlt und unterstellt, dass die Daniel-Prophetie zu laufen beginne. Denn damals trat die Dekapolis erstmals in der Geschichte auf und um die Zeit der Thessalonicher Briefe trat Damaskus tatsächlich und seltsamerweise trotz seiner großen geografischen Entfernung zeitweise in einen Bund mit ihr ein. Das heißt also, dass zur Zeit der Abfassung der Thessalonicher Briefe Damaskus in einen Bund mit der Dekapolis ging. Ich blende euch das auch hier oben ein. Könnt ihr mal sehen, hier oben blende ich das ein. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch das anschauen, wie das historisch damals gewesen ist. Die Historiker haben da ein großes Problem mit, weil sie sagen, Damaskus ist viel zu weit weg. Damaskus ist ja, ich glaube, 100 Kilometer weit von der nördlichsten Dekapolis-Stadt entfernt. Und wie soll so ein Bund überhaupt funktioniert haben? Wie kann das sein, dass Damaskus in einen Bund mit der Dekapolis eingetreten ist? Das macht keinen Sinn. Aber es war tatsächlich so, weil es gab verschiedene Aufzählungen, auch außerbiblische Aufzählungen der Städte der Dekapolis. Und ich glaube, Plinius, der Ältere oder der Jüngere, weiß ich jetzt nicht genau, der hat geschrieben davon, dass Bethshean die größte der Dekapolis-Städte sei. Das muss er geschrieben haben zu einer Zeit, als Damaskus noch nicht im Bund mit der Dekapolis war, denn Damaskus ist größer als Bethshean. Es gibt allerdings auch Zeugen, die davon sprechen, da habe ich auch im Video im Detail das erklärt, dass Damaskus in einem Bund mit den Dekapolis-Städten war, sodass man das historisch nachvollziehen kann und sehen kann, dass es tatsächlich so war, dass Damaskus in einen Bund mit der Dekapolis eintrat. Jetzt steht in der Daniel-Prophetie, dass ein kleines Horn, in Klammern Damaskus, zwischen den 10 Hörnern dieses Tieres aufbricht und 3 Hörner ausreißt. Das ist ein Bild dafür, dass Damaskus plötzlich innerhalb der Dekapolis auftaucht. Ja, und vielleicht 3 Städte zerstört, das weiß ich nicht genau. Aber es ist zumindest sichtbar in Daniel, dass dieses kleine Horn auftaucht. Und zwar zwischen den 10 Hörnern der Dekapolis. Und diese Situation, dass nämlich Damaskus in einen Bund mit der Dekapolis ging, ist bis auf 10, 15 Jahre ungenau, weil diese Dinge nicht so randscharf überliefert sind. Damals zur Zeit der Abfassung der Thessalonischer Briefe der Fall gewesen. Und das mag darauf hindeuten, dass die Thessalonicher den Paulus hierauf angesprochen haben und sagen, die Daniel-Prophetie fängt wieder an zu laufen. Denn damals trat die Dekapolis erstmals in der Geschichte auf. Die hat es davor nicht gegeben. Und um die Zeit der Thessalonischer Briefe trat Damaskus tatsächlich und seltsamerweise trotz seiner großen geografischen Entfernungen zeitweise in einen Bund mit ihr. Paulus mahnt aber die Thessalonicher zur Besonnenheit und erinnert an das, was er ihnen hierzu gesagt hatte, als er noch bei ihnen war. Das und noch deutlich mehr muss man wissen,
wenn man sich 2. Thessalonicher 2 inhaltlich nähern will. Denn ohne diese zugegebenermaßen hochkomplexen und vertieften Kenntnisse der Prophetie Daniels und der von ihm vorhergesagten geopolitischen Endzeitstrukturen sind die Worte in 2. Thessalonicher 2 nicht im Entferntesten nachzuvollziehen. Weswegen die Worte auch so geheimnisvoll klingen. Und auch das noch. Vor dem Kommen Jesu in Wolken, bei der Entrückung, müssen tatsächlich noch Dinge geschehen. Wie zum Beispiel der Abfall. Apostasia. Das wird immer ausgelegt, habe ich im letzten Video auch schon von gesprochen, der religiöse Abfall der Christenheit. Aber hier in diesem Zusammenhang kann man durchaus davon ausgehen, dass Paulus nicht einen religiösen Abfall, eine religiöse Apostasie meinte, sondern den Abfall des Nordens Israels vom Süden, wenn Israel auseinanderbricht. Auch diese Sache haben wir schon mal, das kennen wir schon aus der Bibel, weil unter Rehabeam und Jerobeam ist Israel auseinandergebrochen in zwei Teile, und zwar der Gestalt, dass der Norden sich vom Süden gelöst hat. Das gibt es schon mal. Und genau das wird in der Endzeit auch wieder geschehen. Und wenn man davon weiß und sich damit ein bisschen beschäftigt hat und das nachvollzogen hat an der Bibel, dann kann man das sehen, dass das in der Endzeit wieder sein wird, weil Joel und Zacharja und so weiter, also diese ganz deutlichen Endzeitpropheten, gehen allesamt davon aus, dass es ein Ephraim und ein Juda geben wird in der Endzeit. Also die Passagen in Joel zum Beispiel oder in Zacharja, die ganz eindeutig von der Zukunft und von der Endzeit sprechen, gehen sämtlich davon aus, dass es einen Ephraim, einen Norden Israels und einen Juda mit Jerusalem, also einen Süden Israels gibt. Respektive, dass Israel dann auseinandergebrochen ist. Wenn das der Fall ist, dann findet man diese Apostasie, diesen Abfall des Nordens vom Süden, da kann man auch eine Wortstudie zu machen, habe ich auch schon gemacht, eine Wortstudie zu diesem Fall Wort Apostasie, dann kann man das unabhängig von 2. Thessalonicher 2 sehen und feststellen, dass Israel auseinanderbricht, dass es einen Abfall gibt des Nordens vom Süden, dass das nicht religiös gemeint ist, sondern politisch, dass das hier politische Linien sind, die Paulus beschreibt, über geopolitische Situationen in der Endzeit. Ja, die er aus Daniel ableitet. Und die Thessalonicher haben gedacht, jetzt geht Damaskus in den Bund mit der Dekapolis, jetzt fängt die Daniel-Prophetie an zu laufen, weil hier ein kleines Horn zwischen den 10 Hörnern plötzlich aufbricht. Und dann beruhigt Paulus die und mahnt die zur Nüchternheit und sagt, erst muss der Abfall kommen, erst muss Israel auseinanderbrechen. Dann muss der Tag des Herrn kommen. Ja, der Tag des Herrn ist in den Thessalonischer Briefen der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Und dann wird der Antichrist offenbar, der Mensch der Sünde. Das ist das, worum es hier in diesen Versen geht. Paulus mahnt die Thessalonicher zur Besonnenheit und erinnert sie an das, was er ihnen hierzu gesagt hatte, als er noch bei ihnen war. Das und deutlich mehr muss man wissen, wenn man sich 2. Thessalonicher 2 inhaltlich nähern will. Denn ohne diese zugegebenen hochkomplexen und vertieften Kenntnisse der Prophetie Daniels und der von ihm vorhergesagten geopolitischen Endzeitstrukturen sind die Worte in 2. Thessalonicher 2 nicht im Entferntesten nachzuvollziehen. Weswegen die Worte auch so geheimnisvoll klingen. Und auch das noch, vor dem Kommen Jesu in Wolken müssen tatsächlich noch Dinge geschehen, wie zum Beispiel der Abfall des Nordens Israels vom Süden, den Paulus in dieser Passage neben anderem ebenfalls erwähnt. Es gilt also, sich zunächst eingehend mit Daniel zu befassen. Und zwar auf eine andere Weise, als es der Mainstream mit seinen durchaus vordefinierten Ergebnissen und den darauf angepassten Deutungen der Bibeltexte tut. Das ist ganz interessant. Man erwartet ja zum Beispiel auch für die Endzeit ein römisches Reich, und deswegen wandelt man die Daniel-Prophetie ab und behauptet, dass in Daniel vom römischen Reich die Rede wäre. Das aber nirgendwo in Daniel erwähnt wird. Da gibt es auch ganz viele Videos zu. Ich habe das immer wieder mal erwähnt. Auch es gibt keine römische Struktur, die Daniel für die Endzeit vorhersagt. Daniel sagt eine andere Struktur voraus. Der sagt nämlich voraus, dass das alte Seleukidenreich wieder auftaucht und ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes wiederkommt und dass die Dekapolis plötzlich wieder da ist und dass Israel auseinandergebrochen sein wird, so wie im Alten Testament, wie in Jesaja 4 auch steht. Und dass dann Jerusalem wiedergeboren wird, wie in Jesaja 7 beschrieben wurde. Das sind alte Strukturen, auf die Paulus hier Bezug nimmt, die im Alten Testament schon stehen und dort stehen müssen. Und diese Linien, die muss man verbinden. Dann kommt man zu guten Ergebnissen.
Man darf nicht einfach nur da eine rein linguistische Auswertung der Begriffe machen, die Paulus da verwendet. Damit kommt man nicht vorwärts. Man muss die Gottesgeschichte kennen. Und die muss man kennen und studieren anhand vom Propheten Daniel und von den alttestamentlichen Propheten. Dazu gehört Hesekiel und Zacharja und Joel und Jeremia und Jesaja und all diese ganzen Passagen. Richterbuch, ja. Das gehört alles mit dazu. Das muss alles zusammenpassen. Und dann erst kann man sich 2. Thessalonicher 2 nähern. Vorher nicht. Ja, vorher kommt man immer zu anderen Ergebnissen. Es gilt also, sich zunächst eingehend mit Daniel zu befassen, und zwar auf andere und vertieftere Weise, als es der Mainstream mit seinen durchaus vordefinierten Ergebnissen und den darauf angepassten Deutungen der Bibeltexte tut. Ja? Man passt die Daniel-Prophetie und die Aussagen in Daniel und unter anderem auch in 2. Thessalonicher 2, wenn es um den Antichristen geht, um den Tag des Herrn, um die Wiedergeburt Jerusalems und all die Dinge, die Paulus da beschreibt und die er aus dem Alten Testament schöpft. Die deutet man komplett neu und man deutet sie zum Teil auch um, damit man seine eigene Theologie damit verteidigt. Ja, das ist gravierend. Ja, das ist nicht in Ordnung. Und der Zuhörer merkt das ja auch, ja, dass da verschiedene Passagen ganz einfach, die sind nicht stimmig. Ja. Der Punkt ist nur der, dass das maßgebliche Leute in der evangelikalen Welt ständig so von sich geben. Und weil man den Menschen folgt, ja, weil der Mensch dem Menschen folgt im Evangelikalismus, genauso wie im Katholizismus, ja, da folgen alle dem Papst. Im evangelischen Bereich, da folgen dann alle dem Luther und andere folgen dann dem Spurgeon. Und es sind Epigonen, ja, sind die das nachahmen und nachmachen, die selber aus dem Wort Gottes nichts bekommen haben. Und Jeremia schreibt mal an einer Stelle, einer stiehlt dem anderen das Wort. Ja, einer schreibt vom anderen ab. Einer zitiert das, was der andere sagt. Und wenn maßgebliche Leute wie Libby und wie Gassmann und Karl-Hermann Kaufmann und wie sie heißen, wenn die das alle so wiederholen, dann verlässt sich auch der durchschnittliche evangelikale Christ auf das, was die Brüder dann da sagen. Und das sind Brüder, ja, sind Brüder im Herrn, keine Frage. Aber da ist eigentlich angezeigt, den Bibeltext sich anzuschauen. Und wer aufmerksam zuhört, ein bisschen tiefer hört, der merkt, dass das nicht passt. Ja. Also wenn der Geist Gottes, der im Griechischen sächlich ist, dann plötzlich irgendwie als Parakletos gedeutet wird, was im Text überhaupt keinen Zusammenhang hat. Oder wenn Verniedlichungsformen dann verwendet werden, das Fräulein, ja, das Männlein ist auch sächlich, alle Verniedlichungsformen sind sächlich. Und man versucht so, die Texte auszulegen, das ist auch handwerklich schlecht gearbeitet, ja. Habe ich auch weiter unten nochmal geschrieben. Ohne diese Kenntnisse bleibt auch die gängige Deutung der Worte des Paulus bei näherer Betrachtung hilflos und ergebnislos. Denn die gängige Deutung ist, da steht es ja, denn die gängige Deutung ist handwerklich, also textanalytisch, recht unsauber gearbeitet. Würde ein Installateur so schlecht arbeiten, würde es aus allen Löchern tropfen. Aber, habe ich ihm dann auch geschrieben, du kennst dich gut aus. Wie tief willst du tatsächlich in die Thematik einsteigen? Dass Daniel in Kapitel 11 den zweiten der Seleukidenkönige überspringt, in Klammern aus 8 werden 7, und ab Vers 36 ein weiterer König eingesetzt wird, aus 7 werden wieder 8, ist Fakt. Hat Roger Libby in seinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel auch unterschlagen. Wäre ehrlich gewesen, das auch zu zeigen. Obwohl das Büchlein gut ist, ja. Hat mir auch sehr viel geholfen, weil sehr komprimiert mal dieses Daniel 11 Kapitel da aufgedröselt wird und ein bisschen in den historischen Zusammenhang gestellt wird. Ein kleines Büchlein, also Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, kann ich nur empfehlen. Allerdings fehlt mir da auch der Vollständigkeit halber ja einfach die Aussage, dass der zweite Seleukidenkönig übersprungen wurde, weil man aber keine Erklärung hierfür hat. Deswegen lässt man das weg. Das ist nicht lauter, das ist nicht ehrlich. Ja. Sollte man tun, um der Wahrheit willen, ja, des Wortes Gottes gegenüber. Also, dass Daniel in Kapitel 11 den zweiten der Seleukidenkönige überspringt, der ist ausgelassen worden, das heißt, aus 8 Königen werden dann 7 nach biblischer Zählweise, und ab Vers 36 ein weiterer König eingesetzt wird, aus 7 Königen werden dann doch 8, ist Fakt. Dass Johannes in der Offenbarung von solchen 7 und 8 Königen für die Endzeit schreibt, ist auch Fakt.
Denn er sagt, 5 Könige sind gewesen, einer ist, und der 7. ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und dann kommt der 8. und der ist von den 7 und fährt in die Verdammnis. Das heißt, Johannes hat in seiner Offenbarung, nimmt er Bezug auf eine Abfolge von Königen. 5 Könige, 6 Könige, 7. König, 8. König, der ist von den 7 und fährt in die Verdammnis, ein Endzeitkönig. Woher hat Johannes diese Auflistung? Da wird viel spekuliert. Ja. Da wird dann von Assyrien, Ägypten, Babylon, dann wird Persien und Medien doppelt gezählt, damit man irgendwie auf 7 Könige kommt. Ja. Und dann kommt das Reich Alexanders des Großen und dann kommt das Römische Reich und dann kommt die Triumviren und dann wird das irgendwie so zusammen mit dem Papsttum alles vermixt und vermengt und man baut sich selber so eine Liste von 7 und 8 Königen. Ja. Die aber nirgendwo in der Bibel vorhanden ist. Aber wenn man davon weiß, dass Daniel in Kapitel 11 von 7 und eigentlich von 8 Königen spricht, dann weiß man, was Johannes gemeint hat. Diese Linie muss man verbinden miteinander. Das ist wichtig. Und das ist der Sinn auch der Videos hier. Ja? Dass Johannes in der Offenbarung von solchen 7 und 8 Königen für die Endzeit schreibt, ist auch Fakt. Aus dem Zusammenhang von Daniel 11 mit Jesu Endzeitrede wird ersichtlich, dass in der Endzeit ein Vorläufer kommt und dann erst der Antichrist. Das ist interessant mit der muslimischen Erwartung. Ja? Die erwarten nämlich erst, oh, wie war das denn jetzt noch? Erst kommt der Einäugige, ein Vorläufer, und dann kommt Jesus wieder, Isai, ja? Der Prophet. Nicht der wahre Jesus, der Bibel, sondern Isai, der Prophet, der nicht gestorben ist, sondern in den Himmel aufgefahren ist. Und der tötet dann den Einäugigen und der richtet dann den Islam auf und verbietet Schweinefleisch zu essen und zerstört das Kreuz, also zerstört alle Christen. Und insofern würde das bedeuten, dass der islamische Isai der Antichrist ist und der Einäugige ist der Vorläufer. Ja? Das heißt, die Bibel sagt, es kommt ein Vorläufer und dann kommt der Antichrist. Und der Koran sagt, erst kommt der Einäugige und dann kommt Jesus. Das heißt, der Koran würde den Antichrist als Jesus, mit Jesus verwechseln, mit dem islamischen Jesus. Das ist eine fatale Verwechslung, die da passiert. Die Juden werden den Antichristen mit ihrem Messias Ben David verwechseln. Denn die Juden warten ja noch auf 2 Messiasse. Ja, den Maschiach Ben Josef und den Maschiach Ben David. Warum? Weil die Bibel von 2 Ankünften Jesu Christi berichtet. Einmal in Schwachheit vor 2000 Jahren und einmal in der Endzeit, wenn er wiederkommt, dann in Macht und Herrlichkeit. Weil die Juden aber an die erste Ankunft Jesu als Messias nicht glauben, müssen sie aus den alttestamentlichen Prophetien 2 Messiasse erwarten. Ja, die erwarten 2 Messiasse. Den Sohn Josefs und den Sohn Davids. Und der Sohn Josefs, der wird getötet, der wird erstochen. Steht ja in Sacharja, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das sagen die Juden nicht wie die Christen, das sind die Nägelmale. Sondern die Juden sagen, der wird erstochen, der wird ermordet. Und dann kommt der Maschiach ben David. Die haben auch einen Vorgänger. Und dann kommt Maschiach ben David. Das heißt, die Juden werden den Antichristen anerkennen als den Messias Sohn Davids. Und wenn die den Antichristen in Jerusalem als Sohn Davids verehren, das war der Titel Jesu, dann wird das eintreten, was Paulus sagt, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, nämlich nach Jerusalem hinein. Dort die gläubigen Juden, die dann an Jesus Christus gläubig geworden sind, tötet und sich dann als Gott verehren lässt. Und die Juden werden ihn als Gott verehren. Als welchen Gott denn? Als ihren Maschiach ben David, als ihren Messias, den Sohn Davids. Das heißt, auch die Juden werden den Antichristen verwechseln mit Christus, ja, mit dem Gesalbten. Das ist eine ganz fatale Situation. Und alles das können wir finden, ohne auch nur ein einziges Mal in 2. Thessalonicher 2 zu schauen. Das finden wir aus Daniel, finden wir in der Offenbarung, finden wir in den Endzeitreden Jesu. Und wenn das gesetzt ist als Fakt und auch verinnerlicht ist und wir dann in 2. Thessalonicher 2 gehen, und dann hören von jemandem, der aufhält und der aus dem Weg getan werden muss, der beiseite geschafft werden muss. Und dann kommt der Antichrist. Dann ist verständlich, wer das ist. Ja?
Dazu gehören aber die Kenntnisse auch aus Daniel. Das ist der Grund, warum ich diese Videos alle mache, ja, diese vielen, vielen Videos, weil man die als Basis braucht, um diese schwierigen Texte in 2. Thessalonicher 2 verstehen zu können. Wenn man den Anlauf nicht nimmt in der Geschichte der Bibel, in der historischen Prophetie, dann scheitert man an 2. Thessalonicher 2. Und dann legt man alle möglichen Bedeutungen da hinein. Und weil einem selber auch nichts Besseres einfällt, nimmt man dann die Auslegung von Libby und Gassmann und Kaufmann und wie sie alle heißen, weil man einfach nichts Besseres hat. Aber wenn man sich die Daniel-Prophetie anschaut und mal ganz ergebnisoffen fragt, warum fehlt denn da ein König? Ja, warum hat Daniel denn einen übersprungen? Hat er den vergessen? Nein, hat er nicht. Er hat den deswegen übersprungen, den 2. Seleukidenkönig, damit diese 7er- und 8er-Struktur entsteht. Ja, aus 8 historischen Königen werden dann 7, und weil er ab Vers, jetzt muss ich gerade überlegen, 36 einen 2. König einfügt, werden dann doch wieder 8 Könige daraus. Und darauf nimmt Johannes Bezug in der Offenbarung. Das ist fast so, als ob wir darüber stolpern sollen. Ja? Deswegen hat Gott das so gemacht. Ist genauso muss das da sein, wie das Daniel aufgeschrieben hat. Der hat nichts vergessen. Ja, das ist nach wohlbedachtem Ratschluss Gottes, ist das Gottes Wort. Aber man muss es verstehen. Und man darf nicht einfach darüber hinweggehen, weil man vordefinierte Ergebnisse bestätigt haben will im Bibeltext. Ja? Also aus dem Zusammenhang von Daniel 11 mit Jesu Endzeitrede wird ersichtlich, dass ein Vorläufer kommt und dann erst der Antichrist. Und das ganz unabhängig von 2. Thessalonicher 2. In diese Sichtweise fügt sich 2. Thessalonicher 2 dann aber ganz ungezwungen ein. Und so ist meine Herangehensweise. Diese Themen müssen allerdings erst sauber aufgearbeitet und verstanden sein. Die Mühe lohnt unbedingt. Denn der Herr öffnet sein Wort, weil er bald kommt. Vielleicht nimmst du dir die Zeit, die Videos anzuschauen? Fragezeichen. Du kennst dich gut aus. Viele Grüße und Gottes Segen. Achim. Merkt ihr das? Merkt ihr den Unterschied in der Herangehensweise? Wenn wir uns mit Daniel beschäftigen, dann kommen wir auf eine ganz ungezwungene und dem Text sehr angemessene Art und Weise dahin, dass wir sagen, da kommt ein Vorläufer, da kommt ein 7. König und dann kommt der 8. und das ist der Antichrist. Und der 8. ist von den 7. Warum? Weil das Seleukidenreich wieder aufkommt. Ja? Und dieses Seleukidenreich wird in Daniel mit 7 Königen beschrieben. Ja? 7, weil Daniel einen auslässt. Und wenn man dann weiß, dass erst ein 7. König kommt und dann ein 8. und dann die Paulus-Verse hier liest in 2. Thessalonicher 2, dann klingen die ganz anders. Die klingen dann nämlich plötzlich sehr, sehr sinnig. Ja? Und was es aufhält, wisst ihr. Der ganze Vorgang des Aufhaltens, ja, das ist nicht das Sächliche, was das sich auf den Geist Gottes beziehen würde. Das ist wieder so ein handwerklicher Fehler, den man da einbaut, nur um seine Position zu halten, ja, die aber an allen Ecken und Enden bröckelt. Und das wissen die Ausleger auch. Die wissen das sogar sehr gut. Und die werden von allen Seiten angegangen und die stehen zum Teil vor dem Scherbenhaufen ihres Lebenswerkes, weil die viele, viele Bücher darüber veröffentlicht haben und viele Predigten dazu gehalten haben und jetzt erkennen müssen, dass das falsch war, weil sie selber einer Theologie gefolgt sind statt dem Wort Gottes. Und jetzt ist die Frage, wie die damit umgehen. Ja? Beugen die sich darunter? Akzeptieren die das? Können die sich korrigieren? Können die sagen, ich habe da was falsch gemacht? Ja? Es gibt eine neue Sicht, eine andere Sicht, die dem Text gerecht wird. Das fände ich groß. Das machen Leute, die groß sind, ja, die Persönlichkeit haben, die können zugeben, dass sie sich geirrt haben. Schwache Leute, unsichere Leute, die geben nie zu, dass sie sich geirrt haben, können die gar nicht, weil dann glauben sie, dann würde ja klar werden, wie schwach sie eigentlich sind. Sich korrigieren zu können, dazu gehört Größe. Und ich hoffe und bete, dass das kommt, weil das der Christenheit wichtig wäre, dass ihre Lehrer lehren, so wie das Wort Gottes sagt und nicht so, wie ihre Theologien das vorgeben. Deswegen sagt Paulus also, und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Also der es noch aufhält oder der es jetzt aufhält, der es jetzt noch aufhält, muss hinweggetan werden. Das heißt, es muss erst ein Vorläufer kommen
Und der muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes durch die Erscheinung seiner Zukunft, ihm ein Ende machen. Hier könnte man auch kritisieren, sagen, durch die Erscheinung seiner Ankunft, Parousia, das ist ja nicht das zukünftige sein Ankunft, sein Kommen. Ja. Also man muss da dann und wann doch auch einfach wieder zurück ins Griechische gehen, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Aber man muss die ganze Gottesgeschichte kennen. Und dann versteht man hier, dass Paulus sagt, da ist einer, der auffällt, ein männlicher, ein König, und der muss hinweggetan werden. Und dann kommt der Achte, dann kommt der Boshafte. Und damit sagt Paulus eigentlich dasselbe wie Johannes auch. Ja? Der Siebte wird kommen, muss eine kleine Zeit bleiben und dann kommt der Achte und der ist von den Sieben und fährt in die Verdammnis. Das Problem ist jetzt allerdings, dass Paulus sagt, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Und er schreibt das vor 2000 Jahren. Das ist ein Problem. Und auch, dass er schreibt, dass nur, dass der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden, ist auch ein Problem. Weil dieses Jetzt beschreibt den direkten zeitlichen Zusammenhang zur Gegenwart. Und da würde ich darauf antworten wollen, Paulus hat, wie jeder andere Christ auch, und wie ihr und wie ich auch, eine Naherwartung gehabt. Mit dem kleinen Unterschied, dass Paulus wusste, was vorher passieren muss. Paulus wusste, was vorher eintreten muss, was vorher eintreffen muss, nämlich der Abfall des Nordreichs vom Südreich. Und der Tag des Herrn muss kommen. Nämlich der Tag, an dem sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Und dann wird sie das Unheil schnell übereilen wie der Schmerz eine schwangere Frau und werden nicht entfliehen. Die Wiedergeburt Jerusalems muss kommen. Und dann wird nämlich der Antichrist erst offenbar, den der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes. Und wenn wir diese Erkenntnisse haben von der Wiedergeburt Jerusalems, von den Seleukidenkönigin Daniel, von dem Auseinanderbrechen Israels und einige Kenntnisse mehr der Dekapolis, das Wissen um die Dekapolis, dass die entstehen wurde, dass die in Daniel mit den 10 Zehen gemeint war und nicht 10 europäische Staaten und so weiter und so fort. Wissen, was wir in den letzten Videos schon erarbeitet haben. Wenn man das Wissen hat und mit dem Wissen dann zu 2. Thessalonicher geht, dann versteht man, was Paulus meint, auch ohne jetzt jedes Wort da auf die Goldwaage zu legen. Man versteht den Sinn, ja, des Ganzen. Und dann kann man auch ordentlich und vernünftig übersetzen. Dann würde man sagen, der Abfall ist dann kein religiöser Abfall, sondern ein politischer Abfall bei der Teilung Israels. Und dass Paulus sagt, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, das tut er deswegen, weil er eine Naherwartung hatte, wie wir auch. Jesus sagt, niemand weiß, wann sein Tag kommt. Ja? Nicht mal die Engel im Himmel, sondern nur der Vater. Nicht mal der Sohn Gottes wusste das zu Lebzeiten. Ja, der weiß das jetzt, aber damals, als er im Fleisch war und sich seiner Göttlichkeit entkleidet hat, wusste er das auch nicht. Ja? Der hat auch Gehorsam lernen müssen an dem, was er litt, sagt der Hebräerbrief. Der war wie wir ein Mensch, ja? Wie ein Mensch erfunden. Deswegen würde ich den Vers 7 auch einfach so deuten, dass Paulus eine Naherwartung hatte und auch gehofft hat, dass der Herr bald kommt. Mit dem kleinen Unterschied, dass er wusste, dass das noch etwas aufhält, dieses Kommen Jesu. Dass das aufgehalten wird von jemandem, der noch beiseite getan werden muss. Dass das aufgehalten werden muss durch den Abfall. Dass das aufgehalten werden wird dadurch, dass der Antichrist erst offenbar wird. Das war der Unterschied. Und das ist auch der Unterschied heute. Und damit komme ich dann zum Schluss. Auch wir haben heute eine Naherwartung. Und die Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi war schon immer, ja, schon seit 2000 Jahren. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja was Schönes, ja, dass die Kinder Gottes Heimweh haben und Jesus sehen wollen. Das ist ja was Schönes, was Gutes. Mit dem kleinen Hinweis darauf, dass wir jetzt nach dem Studium des Buches Daniels dasselbe wissen wie Paulus. Dass nämlich ein Abfall kommen wird, dass Jerusalem wiedergeboren wird und dass dann der Antichrist offenbar werden wird, den der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes. Und kurz davor wird die Entrückung sein. Das mahnt uns auch zur Nüchternheit und zur Besonnenheit und zum schriftgemäßen Glauben. Bei dem, was wir im Moment hier sehen, bei dem Irrsinn, der hier draußen abläuft, gilt das auch. Weil auch da viele natürlich sagen, ist das schon das Mahlzeichen des Tiers, das hier mit dem nicht diese Behandlung, die wir da haben. Ich drücke mich da vorsichtig aus, ja, ihr wisst warum. Das kann noch nicht das Mahlzeichen des Tiers sein, weil das Mahlzeichen des Tiers, ich sage es mal etwas verkürzt jetzt, erst in der 70. Jahrwoche kommt.
oder zumindest für die 70. Jahrwoche angekündigt ist. Genauer gesagt für die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, tut jetzt aber nichts zur Sache. Die 70. Jahrwoche hat noch nicht angefangen. Warum? Weil Jerusalem noch nicht wiedergeboren ist. Das heißt, wir befinden uns noch nicht in der 70. Jahrwoche und damit kann das, was wir hier erleben, auch noch nicht das Mahlzeichen des Tiers sein im biblischen Sinn. Ja, das ist meine Argumentation. Niemand weiß genau, was das ist. Ja, das werden wir sehen, wenn es soweit, wenn es dann kommt. Aber das, was wir hier erleben, ist noch nicht das biblische Mahlzeichen des Tiers. Gleichwohl erinnert mich das sehr daran. Denn die gleichen gottlosen antichristlichen Kräfte, die dafür sorgen, dass in der 70. Jahrwoche die Menschen sich dieses Mahlzeichen geben, die geben sich das selber dann. Dieselben okkulten, satanischen, teuflischen Mächte machen das heute auch. Und damit ist das kein großer Unterschied. Ja? Und vielleicht eine Vorbereitung. Vielleicht geht es auch über da hinein. Das weiß ich aber nicht, weil die Bibel da nichts von sagt. Ja? Was wir sehen ist, dass die Welt immer mehr in Finsternis fällt, in Unmoral, in Gottlosigkeit und Gottfeindlichkeit, in Schmutz und in allerlei Entartungen, die der Normalbürger sich nicht vorstellen kann und auch nicht aushalten würde, wenn er davon wüsste. In solchen Zeiten leben wir. Und darüber müssen sich Christen bewusst sein. Deswegen müssen wir im Gebet sein, im Gebet stehen und um Bewahrung beten für uns selbst und für unsere Lieben und für die, die glauben. Das ist wichtig, damit die Gemeinde Jesu diese Zeit überstehen kann. Und ansonsten darf ich euch sagen, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Christus kommt, Jesus kommt und das kann niemand aufhalten. Das wird kommen, weil das fest beschlossen ist im Rat der Wächter, ja, im Himmel bei Gott. Das ist was Gutes. Also stehen wir auf festem Grund, wir haben Licht, ja, wie im Alten Testament steht, in den Zelten der Israeliten war es Licht, ja, die hatten Licht mitten in der Nacht. Und heute im Neuen Testament dürfen wir es auch übertragen und dürfen sagen, in den Zelten der Christen ist auch Licht, weil wir uns an Gottes Wort halten. Ja. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Soweit in aller Kürze, alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.